Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind, dass Sie so zahlreich hier sind, weil es wird ja immer gesagt, das würde doch niemanden interessieren bei der Europawahl, was da rauskommt und was man so erzählt. Ich glaube, es interessiert sehr viele Menschen in diesem Land, was aus diesem Europa wird. Und zwar nicht in diesem platten Sinne, dass wir jetzt so wie die SPD plakatiert und die CDU Europa stark machen, sondern dass wir mal darüber nachdenken, was wir für ein Europa brauchen, damit die Menschen wieder Europa als ihre Idee empfinden, was sich ändern muss in Europa, damit es ein Europa für die Menschen wird. Das ist es ja heutzutage nicht. Weil ich glaube, sicherlich viele von Ihnen werden genauso wie mir das geht und uns allen es geht, Sorgen haben und Ängste empfinden, wenn sie sehen, dass die Geister der Vergangenheit in vielen Ländern wieder auferstehen, dass plötzlich politische Kräfte Rückhalt gewinnen, stärker werden, die auf Völkerhass setzen, die auf Nationalismus setzen, die Menschen gegeneinander aufhetzen. Natürlich ist das eine beängstigende Entwicklung. Natürlich ist es eine Entwicklung, die man stoppen muss. Aber man muss doch darüber reden, warum ist das so? Und da sagen wir ganz klar, es ist nicht so, dass Europa deshalb krank ist, weil Antieuropäer gewählt werden, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Menschen wählen Antieuropäer, weil die EU heute so ist, wie sie ist, weil eben in dieser EU Kapitalfreiheiten Vorrang haben vor sozialen Rechten, weil große Unternehmen überall die Agenda bestimmen. Und das darf so nicht weitergehen. Das muss sich dringend ändern. Ich meine, wir alle erinnern uns noch in der letzten großen Finanzkrise. Da hat sich niemand, auch nicht in Europa beklagt und in Brüssel beklagt, als große Banken mit Milliarden gerettet wurden. Aber wenn eine Gemeinde, wenn eine Stadt ihren öffentlichen Nahverkehr subventionieren will, wenn sie ihr Krankenhaus subventionieren will, dann kommt plötzlich Brüssel auf den Plan und sagt, das geht ja gar nicht, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Und da sind wir überzeugt, so ein Europa gräbt sein eigenes Grab, weil das ist nicht im Interesse der Menschen. Wir wollen aber ein Europa, das im Interesse der Menschen ist. Es kann doch auch nicht sein, wenn man sich ansieht, wie die letzte Krise bewältigt wurde, welche Ergebnisse das hat. Da hat natürlich auch die EU einen Anteil daran. Es gibt heute in Europa wesentlich mehr Milliardäre als vor der letzten großen Finanzkrise. Und gleichzeitig gibt es viel mehr Menschen, die in Armut leben, die täglich strampeln müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das ist einerseits das Ergebnis natürlich der Politik in den einzelnen Ländern. Aber es ist auch das Ergebnis der Vorgaben, die es von Brüssel gab, weil da immer wieder Einfluss genommen wurde, Arbeitnehmerrechte zu schleifen, den Kündigungsschutz abzubauen. Frankreich zum Beispiel, die Gesetze, die in den letzten Jahren beschlossen wurden, die waren direkte Vorgaben auch aus Brüssel, wo es darum ging, im Grunde eine Art Agenda 2010 auch in Frankreich durchzusetzen oder das Rentenalter hochzusetzen oder Sparprogramme durchzusetzen, die am Ende auf Privatisierungen hinauslaufen, großflächig, wo wir heute in einer Situation sind, wo nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern Krankenhäuser, Pflegeheime und ganz, ganz viele Wohnungen Renditeobjekt von renditehungrigen Privatinvestoren sind. Und da sagen wir als Linke, das ist eine völlige Fehlentwicklung. Wir brauchen das Gegenteil, ein Europa, das sich dafür einsetzt, dass diese elementaren Bedürfnisse nicht auf den Markt gehören. Das ist nämlich dann ein Europa der Menschen. Und Sie haben ja sicher auch schon bei meinen Vorrednern ganz viel darüber gehört, was wir als Linke in Europa machen wollen und was wir verändern wollen. Deswegen möchte ich auch noch etwas dazu sagen, was wir hier in der Bundesrepublik ändern wollen, weil ich finde, auch das ist etwas, was wir alle nicht vergessen sollten. Der Tag der Europawahl ist zwar einmal ein Tag, natürlich, in dem man die Europalisten wählt der verschiedenen Parteien und sie hoffentlich in großer Zahl die unsere wählen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Tag,
indem man ein Signal sendet an die Berliner Parteien und die Regierung in Berlin, wie man sie und ihre Politik beurteilt. Und ich finde, auch das sollten wir nicht vergessen, weil da sind die alle schon ganz zittrig, auch vor allem die Große Koalition. Die Europawahl ist auch ein Indikator, ob die Menschen das, was da in Berlin in den letzten Jahren und auch seit der Bundestagswahl an Politik gemacht wurde, ob sie das gutheißen oder nicht. Und ich finde, es ist überfällig, doch noch mal ganz klar zu sagen, das ist nicht die Politik, die bei der Bundestagswahl gewählt wurde, sondern das ist eigentlich die Politik, die da abgewählt wurde. Diese Große Koalition mit ihrem Sozialabbau und mit ihrer gesamten Agenda für die Unternehmen. Und ich meine, wir haben ja alle immer wieder die Diskussion und ich glaube auch das Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat in den letzten Jahren, dass sie sich rapide verändert, immer noch, und zwar nicht zum Guten. Wir merken, dass das gesellschaftliche Klima immer rauer wird, dass es immer aggressiver wird. Vielen graut, wenn sie sich in den sozialen Netzwerken die Hassbotschaften angucken, die dort gepostet werden. Und viele spüren auch, dass im Umgang der Menschen miteinander, dass dort im Grunde immer mehr Ellenbogen rausgefahren werden, dass es immer weniger Zusammenhalt gibt in unserer Gesellschaft. Aber auch hier finde ich es so wichtig, über die Ursachen zu reden. Weil dieser Hass im Netz, der ist doch auch ein Spiegel der zunehmenden Kälte und Aggressivität, die in unserer Gesellschaft insgesamt um sich greifen. Und da denke ich ganz zentral auch daran, was in der normalen Arbeitswelt ganz viele Menschen jeden Tag erleben müssen. Da kommt doch die Kälte her, da kommt doch das Gegeneinander her, wenn große Unternehmen nur noch auf Rendite getrimmt werden, wenn ganze Unternehmen filetiert werden, wenn Beschäftigte nur noch als Kostenfaktor behandelt werden, den man möglichst drücken muss und möglichst alles machen muss, damit es noch weniger Kosten gibt, egal was das für die Menschen bedeutet. Das ist doch die Unmenschlichkeit, die wir in unserer Gesellschaft immer mehr haben und die immer mehr um sich greift. Und es sind doch auch die zunehmenden sozialen Spaltungen, die wir immer wieder erleben. Vor kurzem erst hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung jetzt erst letzte Woche wieder eine Studie veröffentlicht. Und ich finde deren Ergebnisse erschreckend. Diese Studie besagt nämlich ganz klar, dass der Löwenanteil der Einkommenszuwächse in den letzten Jahren bei den oberen 10% angekommen ist, während die gesellschaftliche Mitte kaum profitiert hat und die Ärmeren sogar noch verloren haben. Ja, was ist denn das anderes als ein Armutszeugnis für alle Parteien, die in dieser Zeit regiert haben, wenn ein Land immer mehr auseinanderdriftet und wenn hauptsächlich die oberen 10% profitieren? Das ist doch ein Unding. Wir haben letzte Woche im Bundestag eine Aktuelle Stunde gehabt zur Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Hatte die FDP beantragt. Aber glauben Sie nicht, dass diese Studie des DEW der Ausgangspunkt war? Die wäre wirklich eigentlich ein Anlass gewesen, sich um die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft zu sorgen. Nein, die FDP hatte andere Sorgen. Die FDP hatte riesige Sorgen, dass wegen der Diskussion, die Kevin Kühnert angestoßen hat, jetzt plötzlich die soziale Marktwirtschaft in Gefahr gerät. Und ich muss sagen, da muss man sich ja wirklich an den Kopf greifen über diese FDP und auch über dieses Denken, was dahinter steht. Soziale Marktwirtschaft. Wie kann man denn ein Land soziale Marktwirtschaft nennen, wo jeder Vierte im Niedriglohnsektor arbeitet, wo immer mehr Rentnerinnen und Rentner ihren Lebensabend nicht mehr genießen können, weil sie einfach nicht mehr die finanziellen Mittel haben und teilweise sogar noch arbeiten müssen. Das ist doch keine soziale Marktwirtschaft mehr. Und es ist gut so, dass wir endlich über unsere Wirtschaftsverfassung reden und was sich daran ändern muss. Und natürlich müssen wir auch, jetzt sage ich das ganz böse E-Wort, ja, wir müssen auch über Enteignungen reden. Und zwar zuallererst mal über die Enteignungen, die
die Politik der letzten 20 Jahre verursacht hat. Weil diese ganze Hysterie über die Enteignungsdebatte, die ist doch zutiefst heuchlerisch. Wir haben doch Enteignungen in diesem Land erlebt, und zwar großflächige Enteignungen. Die ganzen Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010, das war doch eine Enteignung von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Leiharbeit, in prekäre Jobs, in Dauerbefristungen abgedrängt wurden, die Lohn verloren haben im Zustellgewerbe. Fast 20% sind die Löhne gesunken im Zustellbereich, und in anderen Bereichen sieht es nicht besser aus. Das ist doch Enteignung. Und da sagen wir als Linke, diese Enteignung muss aufhören, die muss gestoppt werden, die muss verändert werden. Oder nehmen wir Hartz IV. Mein, selbst die SPD hat inzwischen begriffen, oder zumindest sagt sie das, was sie damit angerichtet hat. Nur korrigiert hat sie bisher nichts. Hartz IV ist nach wie vor brutaler Alltag in diesem Land. Und Hartz IV, was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder, auch wenn er 20 Jahre eingezahlt hat oder länger, dass er nach einem Jahr Arbeitslosigkeit alles verliert, was er sich im Leben aufgebaut hat, dass er abstürzt. Ja, das ist doch brutale Enteignung. Das ist Enteignung per Gesetz. Das haben die alle beschlossen. Und das muss doch endlich aufhören, diese Ungerechtigkeit. Oder nehmen Sie die vielen Rentenkürzungen immer wieder. Dass die Altersarmut steigt, das ist doch kein Naturprozess. Weil teilweise debattieren die jetzt so darüber, als sei das irgendwie ein Zufall. Auf einmal stellt man fest, huch, die sind ja immer mehr Menschen alt, immer mehr Menschen arm, die alt sind. Ja, das ist doch das Ergebnis dessen, dass sie immer mehr Einschnitte in die Rentenformel gemacht haben, um die Menschen dazu zu bringen, ihr Geld in sinnlosen Riester-Verträgen zu versenken und die Finanzmafia reich zu machen. Das ist doch ihre Politik gewesen. Und auch das ist eine Enteignung von Millionen Menschen. Oder nehmen Sie ein letztes Beispiel, man könnte noch viele weitere anführen. Die Mietentwicklung, ein Thema, das im Grunde fast jedem, zumindest wenn er in einer etwas größeren Stadt wohnt, inzwischen auf den Nägeln brennt, weil die Mieten explodieren. In Berlin beispielsweise in 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das ist doch eine so üble Enteignung von Millionen Menschen, die als Mieterinnen und Mieter immer größere Teile ihres Einkommens weggenommen bekommen. Familien, normale Beschäftigte, was nützt denen eine Lohnsteigerung, wenn die Miete doppelt so viel steigt? Das ist doch eine ganz brutale Enteignung. Und die Politik schaut zu, seit Jahren schauen sie zu und machen nichts dagegen. Und ich meine, jetzt fängt die ganze Heuchelei an, wenn endlich mal Menschen anfangen, sich gegen diese Enteignung zu wehren. Wenn zum Beispiel in Berlin ein Volksbegehren stattfindet, wo gesagt wird, diese Immobilienhaie, die uns hier ausnehmen bis aufs Blut, die müssen ihrerseits enteignet werden, weil es eben kein Recht darauf gibt, Menschen in dieser Weise auszuplündern, weil es eben kein Recht darauf gibt, mit einem Grundbedürfnis wie dem Bedürfnis nach Wohnen 18% und mehr Rendite zu machen. Das sind nämlich die Renditezahlen dieser großen Immobiliengesellschaften. Wenn sich Menschen dagegen wehren, da schreit das politische Berlin auf einmal auf und sagt, um Gottes Willen, jetzt wird hier über Enteignung diskutiert. Nein, es geht gar nicht um Enteignung. Es geht um Rückgabe. Es geht um das Zurücknehmen dessen, was den Leuten seit Jahren aus der Tasche gezogen wurde. Es geht um die Wiederaneignung unseres öffentlichen Lebens. Und ich meine, da war ja noch mal dann Aufregung, als dann über BMW diskutiert wurde. Um Gottes Willen, wie kann man denn ansprechen, dass es irgendwie doch ein Problem ist, wenn Leute wie das Geschwisterpaar Quandt und Klatten alleine aufgrund einer Erbschaft von großen Aktienpaketen am Tag 3 Millionen Euro Einkommen bekommen. Das ist nämlich aktuell die Situation. Die Dividenden bei BMW bedeuten, dass 2 Leute... 3 Millionen Euro Einkommen am Tag bekommen.
Und zwar dafür, dass sie Aktienpakete haben. Das heißt, fürs Nichtstun. Also da muss ich doch sagen, was ist denn das anderes als Feudalismus? Wenn auf der einen Seite Leiharbeiter eingesetzt werden, um die Rendite zu steigern, und auf der anderen Seite leistungslos solche Einkommen bezogen werden. Und natürlich muss man darüber reden, dass es dafür vielleicht andere Formen von Eigentum geben sollte, die das nicht mehr ermöglichen und die trotzdem produktiv sind. Am besten wäre es doch, wenn Unternehmen einfach denen gehören, die in ihnen arbeiten. Das ist doch das sinnvollste Konzept, weil dann die profitieren, die wirklich die Leistung erbringen. Und da reden Sie doch immer von einer Leistungsgesellschaft. Das wäre eine echte Leistungsgesellschaft. Und das gilt ja auch in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, wir müssen viel öfter darüber reden, was wirklich die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Weil da gibt es ja immer eine ganz einfache Definition, die auch die FDP ganz hoch hält. Leistungsträger, das sind für sie Leute, die viel Geld beziehen. Ich sage ausdrücklich nicht verdienen, weil ob sie es verdienen, ist eine ganz andere Frage. Sie bekommen viel Geld und da sind sie für die FDP die Leistungsträger. Und da muss ich sagen, das sehen wir als Linke ganz anders. Nicht, dass einer viel kassiert, heißt, dass er viel leistet, sondern man muss sich angucken, was er tut. Und danach beurteilt, muss man ganz klar sagen, jede Kindergärtnerin und jeder, der in einem Pflegeberuf arbeitet, leistet mehr als alle Investmentbanker zusammen. Und das muss sich aber endlich auch mal widerspiegeln. Und deswegen, klar, gibt es hier ganz extreme Ungerechtigkeiten. Und natürlich ist die Politik nicht machtlos. Natürlich könnte die Politik sehr, sehr vieles daran ändern. Im Pflegebereich fängt es an. Da wird gesagt, wir haben kein Geld. Na, wenn wir kein Geld haben, wieso bezahlen wir dann über die Pflegeversicherung noch die Gewinne von Hedgefonds und Finanzinvestoren, die sich in die Heime einkaufen? Warum machen wir das nicht öffentlich? Da würde man schon mal viel Geld sparen. Dafür könnte man Pfleger und Pflegerinnen deutlich besser bezahlen und mehr Personal einstellen. Und ich meine, dann kommen Sie mit dem zweiten Argument. Ja, wir würden ja gern mehr Pflegekräfte einstellen oder auch in anderen Bereichen. Aber wir haben ja einen Pflegenotstand, weil wir nämlich einen Fachkräftemangel haben. Wir haben einen Fachkräftemangel. Das ist auch so ein Lieblingswort der Wirtschaft. Das kommt mir immer so vor, als würde einer eine Anzeige schalten. Möchte Porsche kaufen, zahle 5.000 Euro. Und plötzlich kriegt er kein Angebot. Und dann würde er in die Öffentlichkeit gehen und sagen, es gibt einen Porsche-Mangel im Land. Ich habe eine Anzeige geschaltet, würde 5.000 Euro bezahlen, keiner bietet mir einen Porsche. Ja, vielleicht wäre mal die Idee, das drei- oder vierfache zu bezahlen. Dann gäbe es auch immer mehr Menschen, die sich diesen harten Berufen stellen würden und die das machen würden. Und sie würden es auch wirklich verdienen, viel mehr Geld dafür zu bekommen. Punkt, gerade auch bei Fachkräftemangel muss man natürlich auch über Bildung reden, das kann ich leider nur noch ganz kurz, aber da möchte ich schon noch was dazu sagen. Ja, es gibt tatsächlich auch in bestimmten Bereichen Fehlleistungen, aber das ist ja auch, oder Mangel, aber das ist ja auch kein Wunder in einem Land, das 26 Milliarden Euro weniger für seine Bildung ausgibt als der Durchschnitt der OECD-Länder. Und da finde ich auch, hier fängt doch der Skandal an, in überforderten Schulen, in zu wenigen Lehrern, in schlecht ausgestatteten Universitäten. Auch dafür muss mehr Geld bereitgestellt werden. Und dieses Geld wäre auch da. Und Frau Merkel sinniert ja gerne, Frau Merkel und alle anderen, weil das ein Modethema ist, über künstliche Intelligenz. Da sagen wir als Linke, das ist ja schön und gut, aber erstmal sollten wir an die natürliche Intelligenz unserer Kinder denken und die durch ordentliche Bildungspolitik fördern. Und deshalb, es muss sich ganz viel ändern. Es muss sich viel ändern hier in Deutschland. Es muss sich viel ändern in Europa. Und dafür müssen Kräfte gestärkt werden, die ihre Politik nicht von irgendwelchen Lobbyisten und Banken einkaufen lassen. Und ich bin wirklich stolz, dass ich hier für eine Partei stehe. Und ich muss sagen, es ist die einzige im Bundestag, das muss man leider immer wieder sagen, die einzige, die noch nie einen müden Euro von einer großen Bank, einem Autokonzern oder einem Rüstungskonzern gestellt hat.
gespendet bekommen hat. Wir sind nicht käuflich. Wir machen Politik für die Menschen. Das machen wir hier, das machen wir in Europa. Aber dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Ganz herzlichen Dank.